Oh Gott, ist das peinlich, Leute, sorry. Oh Gott, ist das. Also, das war jetzt ja wohl ein super Fail, oder? Das war doch jetzt Fail. Der Fail der failartigen Failure. Okay, alle killen. Gut. Dann. Ich heb jetzt alle Waffen auf, dass ich auch genug Revolver habe und Scheiße und Kacke und so weiter. Colt aufheben. Keine Ahnung, was der hatte. Pump. Und ich auch. Dann lege ich jetzt diese Colt-Waffe weg, die ich da habe. Da, genau. So. Okay, weiter geht's. Dann noch die Pump. Oh, das ist doch wohl ärgerlich, oder? Ist das ärgerlich oder ist es ärgerlich? Das ist ganz schön ärgerlich. Thompson aufheben. So. Jetzt nochmal kurz gucken, ob hier vorne nicht noch ein Ding ist. Also es ist wirklich zum Kacken. Vor allem, dass man die Waffe dann nicht irgendwie doch einstecken kann, weil ich meine, ich hätte es doch droppen müssen, beziehungsweise zur anderen Waffe wechseln müssen, um den richtig direkt killen zu können. Egal, jetzt weiß ich wenigstens, wo die Gegner stehen. Und kann auch dementsprechend die anderen Waffen benutzen. Wo ist bitteschön die Ding? Die Tommy. Oh Gott, bitte nicht. Scheiße. Warum habe ich jetzt die Tommy bitteschön in der Hand? Und die Mann, ihr wollt mich verkackeiern. Das ist einfach ein Scherz hier. Das ist ein ganz großer Scherz. Ich renne jetzt aus drum, kill halt alle, die, die wissen, woher ich komme. Und ja. Du noch weg. Und du. Boah, du Drecksack. Egal. Alle killen, die wissen, wo ich. Die anscheinend wissen, wo ich herkomme. Kommt da oben jetzt keiner raus? Da war doch vorhin. Ist doch einer rausgekommen vorhin. Erst musste wahrscheinlich der rauskommen. Halt, das ist ja gar nicht. Das ist ja da drüben. Da. Okay, hier ist ein Medikit. So. Gucken wir mal hier noch weiter. Okay, komm raus. So, okay, weiter geht's. Ich würde sagen, ich stehe noch ganz gut da. Wenn jetzt nicht gerade einer mit der Pumpgun um die Ecke kommt und mir einfach nur einen Header gibt, stehe ich noch ganz gut da. So. 3, 5. Oh, Alter, ich verarsche. 3 noch für den da oben. Ist gar nicht oben, ist er rausgefallen oder was? Ist er aus seinem Nest rausgefallen? Geil, die kommen jetzt direkt alle raus und wollen mir hier sofort ankragen. Hat natürlich auch seine Vorteile, wenn ich ihn treffen könnte. Okay, es hat, ja, es kann seine Vorteile haben. Bitte seh mich nicht, du Affe. So, ich will nämlich die Tommy jetzt nicht so extrem aufbrauchen. Okay, also weiter geht's. Ich behalte. Ich lade das hier erstmal nach. So. Jetzt nehme ich wieder die Thompson. Das war hoffentlich der, der hier in diesen Kisten drin stand. Der Kerl. Es war er nicht. Na, diesmal war ich ja praktisch schon vorgewarnt von mir selbst. Es ist eine Schweinerei, dass es hier nicht noch mehr Medikits gibt. Irgendwie finde ich das schweinisch. Kommen die jetzt hier beide wieder rausgesprungen oder glaubt ihr, ich kann von vorne? Komm raus. Komm. So, diesmal war ich ja wirklich, sauber unterwegs. Was hat der dabei gehabt für eine Waffe? Gar keine? Wieder diesen schwulen Kackholt. Jetzt ist die Frage, kriege ich die zwei da hinten noch und den einen mit dieser geilen Wumme? Ich weiß es nicht.
Ich habe ja erst da hinten wieder ein Medikit. Nee, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich gehe nachher wieder zum Anfang, hole mir das Medikit. Ich glaube, ich fahre hin. Und dann fahre ich die andere Strecke bis nach hinten. Jetzt bin ich natürlich nicht so doof und lass mich irgendwie von diesen Sniper-Leuten da oben fertig machen. Das heißt, ach, und die Ding schmeiße ich jetzt auch weg. Hier, ich will jetzt die hier haben. Ach, warum schmeiße ich denn die schon wieder weg? Warum schmeiße ich denn die weg? Egal, ich will die Pump haben. Denn davon habe ich jetzt wahrscheinlich mehr erstmal. Habe ich die jetzt fallen gelassen? Ich hoffe nicht. Jetzt fahre ich nach hinten zum ersten Medikit, hol mir das. Fahr dann zum nächsten, mit dieser geilen Wumme. Fahr dann zu dem Platz, wo ich vorhin gestorben bin. Mach den Kerl sowas von um. Und dann freue ich mich erst. Das hat auch schon deutlich mehr Stil, mit dem Truck hier rumzufahren, wieder rumzulaufen. So. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel er gebracht hat hier, 15? Ah, okay, gut. Perfekt, dann bringt der andere wahrscheinlich auch nochmal 50. Dennoch sehr schade. Zwei, ich finde zwei... Na gut, sie müssen jetzt nicht... Naja, zu wenig sind es eigentlich nicht, wenn... Hätte ich jetzt... Ich habe mich ja vorhin abschießen lassen von dem Dödel da oben und dann bin in den anderen da reingelaufen. Ist natürlich trantütenmäßig, war ich da unterwegs. Aber gut, ich wusste es ja auch noch nicht besser. Jetzt weiß ich ja, wie der Hase läuft. Mal schauen, ob ich da jetzt gut durchkomme. War hier noch irgendwas? Ne, in den zweiten, den Dingern war niemand drin. Eigentlich kann ich jetzt hier anhalten und die schön wegfriemeln. Ich könnte mich sogar anschleichen. Aber bei zwei... Aha, bei zwei habe ich so meine Zweifel. Vor allem der eine patrouilliert da rum und dann treffe ich ihn vielleicht nicht direkt. Gehen da nur zwei... Ah, okay. Nee, also das Risiko gehe ich jetzt doch ein. Ich gehe es nicht ein. Treffe ich dich von hier, du Sack? Ja. Ist er hin? Ich weiß es nicht, ob der jetzt hin ist. Ich glaube, der ist nur abgewitscht. Ich guck einfach mal. Ah jo, der ist nur weggelaufen. Da hockt er. Mit drei Schuss kriege ich ihn da rum, oder? Hä? Hockt er da? Ja, der hockt da, der hockt da. So, schön umgemacht. Wirklich Lob an mich. Dankeschön, Killer. Bitteschön. Ich nehme jetzt die Pump. Und dann hole ich mir den einen, der mich da vorhin so unter anderem auch erschreckt hat. Ich bin zwar nicht so abgespackt wie bei dem ersten, aber ich hole mir den jetzt. Okay, gib mir deine Pumpgun noch, komm. Sehr schade. Vielleicht kann ich mich von hinten an den Rand pirschen? Nee, dann kriegt er mich vielleicht volle Pulle weg oder so. Nee, ich gehe jetzt von hinten ran. Ey. Schießt da schon einer? Und da drüben ist doch der andere eigentlich, oder? Ja, da steht der andere. Ach, jetzt gehe ich halt hinterm Haus entlang, weil ich jetzt wirklich... Da habe ich jetzt zu argen Schiss, dass mich der jetzt irgendwie wegholt. Noch auf die letzten Meter hier. Das wäre jetzt unschön. Unschön mit anzusehen. Ja, ich schleiche gar nicht. So, ich würde sagen, guter Treffer. Nämlich die Springfield. Ich lade sie direkt mal nach. Ich renne hier rüber. Ich habe immer noch 89 live. So. Okay. Ich würde sagen, ordentlich. Recht ordentlich. Gucken wir mal, ob wir die zwei Dödel noch treffen. Wo? Ach, da oben. Was hat der für eine Wumme, bitteschön? Hat er nur eine Pistole gehabt oder was? Gut, der erste ist hin. Und der hier jetzt. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin so hoch konzentriert und die Maus ist so extrem unmenschlich. So, komm schon. Aber ich glaube, ich treffe ihn die ganze Zeit, ne? Dann bleibe ich jetzt genauso. Wenn ich jetzt einen Schritt nach rechts gehe, geht die Maus wieder 8 Meter nach rechts. Und deswegen... Er ist weg, oder? Er ist weg, ja. Ich habe noch ordentlich Schuss. Und bevor ich jetzt irgendein Risiko eingehe, ich nehme jetzt natürlich nicht das Medikit, aber... Ich gehe jetzt, ich fahre jetzt nach vorne zum Anfang des Levels und gucke, ob da noch zwei Türme sind. Ich glaube, es waren aber nur insgesamt zwei.
Gegner auf Türmen. Lass ich die jetzt fallen? Ja, natürlich lasse ich sie fallen. Ich habe ja meine super duper Thompson mit 4 Schuss dabei. Oh mein Gott.